Hose draußen ist es jetzt echt noch mal so ein bisschen richtig kalt geworden. Und ich habe es mir muckelig warm hier gemacht bei mir im Laden. Und ich möchte jetzt mit Knallfarbe glänzen. Und zwar mit Neon. Neongelb in Kombination mit Grün, mit Frischen und Weiß. Tada! Wir haben so super coole neue Körbe reinbekommen. Aus Wasserhyazinthe geflochten in drei verschiedenen Größen. Und das ist das größte Modell. Und es soll einfach nur eine Anregung, also eine Idee, eine Inspiration für euch sein, wie ihr vielleicht eure Körbe, die ihr habt, füllen könnt. Natürlich sind die Körbe hier auch bei uns im Shop. Aber mir geht es ja darum zu zeigen, oh, großer Korb, was kann ich da reinpacken? Also sozusagen Korb XXL. Der Unterbau, der ist ja nun schon fertig, weil den kann ich nicht mal eben hier in einem 5-Minuten-Video machen. Ist wirklich banal, einfach Gartenrückschnitt. Ich habe jetzt unseren Hartriegel genommen, weil wir diese schönen grünen Enden und Zweige schon alle verarbeitet hatten, lag das da noch. Und ich habe gedacht, genial, das ist ja wie so eine Hand, wie so eine Gabel. Und wenn ich das jetzt hier überall so reinstecke, dann hält sich ja die nächste Schicht da drauf. Und die Schicht war die Grundidee, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Wir haben ja Verpackungsmaterial, was wir wieder recyceln, sozusagen alte Kartons, die wir durchschreddern. Und dann kommen da manchmal solche Sachen bei raus. Und wenn ich dann so zufällig durchs Lager husche und ich denke, wow, was ist das denn? Das sieht ja gut aus. Da habe ich gedacht, da kann man noch was draus machen. Dies Gelb, dies Grün. Ich habe so irgendwie an Brasilien, Fußballfarben gedacht und habe gedacht, Gelb ist ja eigentlich nicht so meine Farbe, aber wenn ich jetzt so sehe, auch in der Mode hier, ne, mal eben so ein gelber Reißverschluss, zack, 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 ist gleich so eine Nuance, wo ich mit dem Auge dran hängen bleibe und mir sage, ja, das gefällt mir, das sieht schön aus, muss ich irgendwie haben. Gut, und Strick ist ja in, also das heißt überhaupt diese ganze Strukturgeschichte, ob das jetzt gewebt ist vom Korb, ob das die Struktur des Papieres ist, weil hier passiert ja auch viel. Du kannst es aufmachen und dann verfangen sich hier in diesem, ja, wabenartigen ja auch die Eier ganz schön. Also erste Schicht waren die Zweige, zweite das Geschredderte und das musste sich ja irgendwo drauf verheddern. Und da waren die Zweige ideal geeignet. So, und dann habe ich angefangen, dann hatte ich dieses tolle große Straußenei in dieser wunderbaren Farbe, die ja auch sehr speziell ist. Es könnte ein Senfton sein, aber das muss man dann vielleicht auch, wenn ihr Naturfarbenes habt, euch selbst in der Farbe anmalen, wie ihr es möchtet. Und hier gleich technisches Problem gelöst. Hier guckt ein Zweig raus, hier ist das Loch. Kann ich hier gleich so zack draufsetzen, ist das Ganze schon drin. Gut, die ganzen anderen Eier habt ihr schon im letzten Video gesehen. Da habe ich dann die Splitstäbe sozusagen eingesetzt. Und wenn mal ein Ei schon angebrochen war, und das sind wirklich teilweise diese Farben Eier, die ich schon seit 1, 2, 3 Jahren hier so in so einer Schmuddelkiste habe, in so einer kleinen Resterampe. Und das ist natürlich perfekt, wenn man einfach ein bisschen geästert, also dieses hier, dieses Fluselige reinmacht. Und da habe ich dann die kleinen Winterlinge eingesetzt, weil die genau exakt diesen Gelbton haben. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich auf dem Großmarkt bzw. beim Großhändler war und diese schönen Hyazinthen gewachsen in dem Gelbton gefunden habe. Na, einmal so beflockt und einmal normal eingewachsen. Mit den Flocken sieht es halt so ein bisschen rau aus und das andere ist glatt und glänzend. Und in dem Neongelb und dann halt auch in diesem ja, Giftgrün, ne? Auch irgendwie total cool. Und die haben sich auch schon weiterentwickelt, muss man sagen. Normalerweise früher kam dann da mal rosa raus oder hellblau. Würde ja auch irgendwie hier alles farblich zusammenpassen. Ne? Dann wäre es halt ein bunter Korb. Aber jetzt, ihr seht, die gehen in weiß auf. Super cool. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber wie komme ich an diese Hyazinthen ran? Es müssen ja nicht die Hyazinthen sein. Also Plan B geht ja auch immer. In Gelb wäre das die Tazette, die kleine Tetate. Die findet ihr halt überall, die gibt es überall. Die könnte man halt auch schön einsetzen. Man kann die auch in die, wenn das Ei, ein Gänseei ist groß genug, kann man das auch hier einsetzen. Aber gerade diese Winterlinge haben natürlich den Farbton. Da ist der Schneehase, darf nicht fehlen, in Weiß. Den haben wir auch in drei Größen. Und das hier ist eine Amaryllis, hier seht ihr das noch, auch eine gewachste von Weihnachten. Und die war hier noch so im Laden, hat sich hier so rausgedreht. Ich finde erstmal nicht nur die Blüten passen zu den Ohren, sondern das gibt von der Zwiebel nochmal die Bewegung, die ich jetzt brauche. Weil die Dicke des Stängels, das ist hier wiederholt sich mit dem Geflecht des Korbes. Und wenn hier jetzt noch die weiße Blüte aufgeht, dann ist es Bingo. Dann ist es eine richtig runde Sache.
Und ja, hier kann man auch mal das größer und flächiger das Papier einarbeiten. Und nicht, dass ihr euch verjagt, wenn ihr so einen Winterling kauft, der gibt nicht viel her, da ist kein Blatt oder so groß dran, wie bei allen Frühlingsblühern oder Zwiebelblühern. Ich habe hier mal das Schild. Die sehen dann halt, und da sind oftmals auch nur zwei, drei so kleine Zwiebelchen drin, die man rausnimmt, auswäscht, die dann gerade für so ein Ei reichen. Aber man braucht ja auch nicht viel. Und so eine Geschichte, das ist jetzt wirklich so ein Highlight, wenn man irgendwie eine Rezeption, Tresen hat, sich richtig was gönnen will. Das Ganze kann man ja auch in kleiner runterbreaken. Ich habe jetzt einfach mal, um euch die Größe zu zeigen, unseren Holzkranz reingelegt. Das ist der große und das ist der kleine, damit man auch so eine Vorstellung hat, wie groß die Öffnung ist. Das ist jetzt ganz schlicht mit einem naturfarbenen Straußenei, bisschen Fell drüber und eine Gestaltung, die man hier drauf machen könnte, da braucht ihr einfach nur in eins der älteren Videos zu schauen. Da habe ich das nämlich schon mal ganz toll gezeigt mit Skilla in hellblau, Perlhyazinthen, wie ich die mit kleinen Zahnstochern verbunden habe, an so einem Tau hier drauf, mit Wachteleiern beklebt, also dann nur die Gestaltung hier oben auf dem Holzkranz. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Maria, die Liebe, hat mir auch noch zwei Körbe fertig gemacht mit unseren schönen Körben hier, die O-Körbe, die so ein bisschen diese Häkeloptik haben. Und da haben wir eine Vielfalt jetzt reingesetzt. Und zwar sind das einfach unsere unechten Zwiebeln, die aber aussehen, finde ich, wie echt. Und das macht ja auch das Ganze hier aus, dass es ein Mix wieder ist, eine Kombination aus echt und unecht. Unten ist einfach die Trockenblumensteckmasse drin und auch, um diesen Farbton aufzugreifen, wieder das Geschredderte. Dann aber auch trotz alledem, hier sieht man es, die echten kleinen oder die echten Hyazinthen und ganz schön passend so in Neon die Wachteleier. Die waren, also wenn ihr da so ein Wachtelei habt, dann einfach vielleicht mal mit so einem Glanzlack drüber, dass die dann so ein bisschen lackig aussehen. Dann bekommen die einen modernen Style. Dann kommt ihr von diesem Naturlook ein Stück weit weg. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Nagellack gibt es ja auch in Lack. Vielleicht diesen, genau, diese Glasur da drüber machen. Dann könnte man vielleicht die Wachteleier Natur antuschen in der Farbe, wie man das will. Und dann geht man vielleicht mit so einem Lackspray oder Nagellack hier, Dingsterbumster. Ich nehme ja sowas alles nicht. Ich bin da ja nicht so für den ganzen, das brauche ich alles nicht. Aber das wäre halt, würde gehen, könnte man bei den Eiern auch machen, weil hier seht ihr, sind die matt und die sehen natürlich cool aus, wenn die so ein bisschen glänzender sind. Die sind dann dadurch farbintensiver auch. Und wir haben jetzt hier auch die, hat Maria ein bisschen Hartriegel noch kreuz und quer reingesteckt. Hier sind noch kleine Skilla-Zwiebeln drin, weil die auch so schön in diesem hellgrünen Ton austreiben. Das passt auch ganz gut. Und somit können die Hyazinthen hier noch in Weiß aufblühen. Die beiden Körbe werden wir auch in den Shop setzen. Und natürlich ist es immer so eine Gratwanderung. Wann ist jetzt, wie weit ist es dann? Ist es dann schon ein Stück zu weit? Aber dann einfach nur die Fairblüten rausschneiden, vielleicht eine unechte Hyazinthe reinsetzen. Aber auch dann, wenn es ausgeblüht ist, sieht es ja mit der Zwiebel immer noch gut aus. Also das ist halt ein Prozess, ein Blühprozess, der sich abwechselnd, aber sind auch nur zwei, sehe ich gerade drin, drei, ja drei sind hier drin und hier sind zwei drin. Hier, ach guck mal süß, da hat sie noch so ein paar kleine Winterlinge, die kurzen, kleinen davor gesetzt. Ganz putzig, ganz süß. Naja, und da passen halt unsere wunderschönen Naturholzhasen dazu in den drei verschiedenen Größen, so lässig dazugestellt. Ich bin verliebt in diese Gestaltungsart, weil dafür, dass ich kein Gelb mag, finde ich, ist es ganz schön geworden. Jetzt komme ich hier schon an mein Mikrofon ran. Also, ich hoffe, euch hat die Idee inspiriert und Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und ich mache mich mal gleich an die nächste Deko ran. Aber bevor ich mich ranmache, werde ich jetzt erstmal einen schönen Spaziergang machen. Ich glaube, die Sonne bricht so ein bisschen raus. Also ich glaube, je mehr ihr in Gelb dekoriert und je mehr ihr an die Sonne denkt, desto eher kommt sie, desto sonniger wird es. Ja, also ich verabschiede mich jetzt mit meinem, also heute sonnigen Gemüt. Ihr merkt, ich bin gut drauf und hoffe, ich kann euch so ein bisschen was senden. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Eure Joey. Tschüss.